Hallihallo und willkommen zurück zu Pflanzen vs. Zombies. Mit S hinten. Ja, kein Wassertropfen am seinen Garten, das heißt, die wollen nichts von mir. Aber ich will was von ihnen, ich hoffe nämlich wieder Superdünger. Moment denn? Allerdings diesmal nur zwei. Ich will mal wissen, erstens wie der Baum aussieht, wenn er groß ist, und dann was er uns noch vielleicht irgendwas Nützliches sagt. Angeblich sollen eingefrorene Zombies langsamer fressen. Ja, das wusste ich. Oh, Alex, hast du schon von dem seltenen Yeti-Zombie gehört? Er soll sich da verstecken, wo es am dunkelsten ist. Ein Yeti-Zombie? Nein, davon habe ich noch nicht gehört, aber das können wir ja mal machen. Im Vorstadt-Lexikon oder Zombies können wir nachschauen. Ja, hier fehlt etwas. Ein Yeti-Zombie. Sehr interessant. Damit kann man sich ja auch mal beschäftigen. Aber nicht jetzt. Jetzt wird Nussbowling 2 gespielt. Ja, aufgebaut, genau wie das erste Nussbowling. Ich nehme nur an, dass es noch schwieriger wird. Ich habe das letzte schon echt knapp nur gewonnen. What the Schnitzel? Eine Riesenwalnuss. Ich glaube, die hebe ich mir mal ein bisschen auf. Geh doch nach unten, ja, du hättest den schon auch nur mit verkaufen können, also doofe Nuss. Probieren wir die mal. Ah, die rollt sich einfach durch alle durch. Cool. Also, dass die Nüsse immer genau in die falsche Richtung gehen, das ist jetzt nicht nett. Aber mit den Riesennüssen macht das schon Spaß. Gehen wir mal hier hin. So, und eine Riesenwalnuss. Da wird das Ganze irgendwie auch einfach. Ich hoffe mal, dass die Verteilung von den Nüssen jetzt genauso bleibt. Das wäre echt cool. Na ja klar, wenn ich was sag, dann hört's auf. Und es kommt nur noch... Ah nein, das geht ja noch. Bam. Damit müsste die erste Welle kommen. Oder auch noch nicht. Ja, jetzt wäre es irgendwie cool. Ich will die Riesenwalnuss eigentlich irgendwie nicht benutzen, aber ich glaube, mir bleibt nicht wirklich was anderes übrig. Machen wir es mal so. Und jetzt kommt auch noch die Welle von Zombies und jetzt habe ich gerade nur Schrottnüsse. Hier rein. Oh, die da oben hätte auch ruhig schon noch mit wegspringen können. Oh, das war knapp. Ich wusste gar nicht, dass es hier schon Michael Jacksons gibt. Ich meine natürlich Tanzzombies. Danke für die 10 Euro. Ja, schade, ich hätte eigentlich gehofft, dass es die da noch mit wegnimmt. So, jetzt aber habe ich, glaube ich, was falsch gemacht, weil wenn der jetzt schon über der Linie ist, wenn wir das Ganze wieder so schön knapp... Komm. Wir sprengen uns. Jetzt, wo ich sie am allerwenigsten brauche, ist natürlich... Naja, sie war schon nicht schlecht. Ich sollte mal aufhören, mich dauernd zu beschweren. Das gibt's ja gar nicht. So schlecht ist das Spiel jetzt auch nicht. Ui. 30 Euro. Und, ja, genau, richtig. Ja, jetzt klaue ich dem nächsten die Zeitung. Dann kann er eh nicht lesen, weil die ist falsch rum und so. Oh, eine Riesenwalnuss. Hier. Dann noch hier. Ja, es werden immer mehr. Ja, lecko mio. Hopp, hopp, da verzichte ich doch mal nicht aufs Euro-Geld-Dingens einsammeln. Plump. Aber sie kommen immer weiter voran. Was cool. So hier, so hier. Oh ja, das war doch mal schön. Oh nein, kein Jackson, kein...
kommen. Ich sehe schwarz für mich. Total. Oh ja, Jackson ist weg. Das ist schon mal irgendwie nett, aber... Das war... Jetzt kommt noch eine ganz normale... Oh. Und da kommt schon der... Tod. Wow. Das war ja wohl mehr als knapp. Und die Nüsse kommen eindeutig zu langsam. Wie soll ich die denn alle gleichzeitig hier wegkriegen? So, so, so. Mehr so eine Nuss. Hopp. Schneller! Toll, ich verschwende eine Sprengnuss einem einzelnen Typen. Wenn dieses Spiel fertig macht. Man kriegt eine Menge Geld, aber es macht einen übelst fertig. So. Walnuss. Oh, das war dumm. Da unten, da unten. Komm. Also wenn die Walnüsse doppelt so schnell kommen würden, wäre das Ganze erheblich leichter. Und wir sind noch nicht mal bei der zweiten Welle und ich komme schon so in mit... Ja, ich reiß meine Klappe eindeutig viel zu weit auf. Wohin dahin? Eine Sprengnuss wäre cool. Wow. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass das nicht groß ist. Die erkennt man. Hilfe, Mann! Kann es denn nicht mal welche Spielrunden geben, wo ich nicht beim ersten Mal verliere? Komm schon. Bitte. Kann durchaus sein, dass ich das gerade irgendwie extrem schlecht spiele, aber das glaube ich eben gerade weniger. Habe ich keine Ahnung. Oh ja, jetzt fängt ihr auch noch an zu rennen, ja. Sonst geht es uns schon noch gut heute, oder? So, jetzt noch eine. Noch eine. Schon wieder ein Spiel, das verschwindet. Dass sie genau dann kommen, wenn er sie gar nicht braucht. So, jetzt habe ich ein bisschen Zeit verschafft. Komm. Einmal kurz ausatmen. Und weiter geht's. Yep, die war schön platziert. Und das wird schon wieder nichts. So, komm schon. Oh! Ich spiele mal das ausnahmsweise mal gnädig mit mir. Es kommen genau die richtigen Nüsse. Das Gute ist, dass diese Gitter-Zombies, die kann man von der Seite sehr schön treffen, weil da schützt sie das Gitter nicht und dann sind sie dann sofort... Zombie-Moves. Das ist echt praktisch, weil sonst sind sie ja ziemlich heavy, sage ich jetzt mal. So. Eigentlich... Ah nein, das ist noch gar nicht die letzte, weil ich wollte gerade sagen, eigentlich kann ich jetzt einfach laufen lassen. Ich habe ja noch meine Rasen mehr. Aber das geht ja nicht. Hilfe, warum sagt mir das denn keiner? Okay. Jetzt habe ich eindeutig ein Problem. Und zwar werde ich das nie schaffen. Nie. Ich bin ein alter Pessimist, ja, aber es sieht eher schlecht für mich aus, würde ich jetzt einfach mal spontan so sagen. Mal schauen. So. War nicht schlecht. War nicht schlecht. Zwei Sprengnüsse. Wobei die zwei Gruppen sind genau da,
wo die Rasenmäher sind. Jetzt probiere ich einfach mal was. Ich sammle ganz viele Nüsse und heb mir die dann für die letzte Welle auf. Keine Ahnung, wie sinnvoll das dann ist, aber... Okay, machen wir mal einfach so. Probieren wir es doch. Yay! Yeah. Oh, das geht jetzt. Oh, was machst du da? Oh, umkippen. Ja! Geschafft! Huah, bin ich stolz auf mich. Naja, Eigenlob stinkt, also fange ich da jetzt erst gar nicht an. Neues Minispiel freigeschalten. Pogo-Party. Nein, ich ahne Schlimmstes. Naja, damit werden wir uns dann wohl beim nächsten Mal beschäftigen. Bis dann!